Du meine Güte, das nächste große Ereignis im Kosmos kündet sich an. Herr Herzensgrüß aus Mappenzellerland, ich bin Denise Antoinette Sonderegger. Ich bin Business Medium und medial intuitive Business Astrologin. Und heute möchte ich dich auf etwas hinweisen, das am 28., also am folgenden Mittwoch stattfinden wird. Da haben wir eine Seltenheit. Das ist ungefähr so, wie wenn du im Lotto gewinnen, den Lotto-Sechser gewinnen würdest. Da haben wir die Konstellation, dass wir auf der einen Seite die Sonne, auf der anderen Seite Merkur und Saturn in Konjunktion haben im Zeichen der Fische. Was bedeutet das jetzt, wenn du in der Astrologie dich nicht so bewandert fühlst? Keine Sorge, ich möchte dir das so ein bisschen aufschlüsseln. Wir haben eine Stellung auf der einen Seite, Sonne und Merkur, die sind extrem nahe beieinander. Da sprechen wir von einem Kazimi. Und der Kazimi kommt aus dem Arabischen und bedeutet übersetzt der Planet, der sich im Herzen der Sonne befindet. Und das bedeutet, dass immer die Planeten, die in der Nähe der Sonne sind, werden angestrahlt und es kommt das Beste des Besten heraus. Jetzt Merkur, der steht für die Kommunikation, der steht auch für dieses flexible, schnelle, es steht auch für Heilung, das sollten wir nicht vergessen. Und wenn das von der Sonne angestrahlt wird, ist das sicher ein Moment, den wir genießen sollten. Das könnte bedeuten, dass du am Mittwoch auf einmal Gedankensprünge machst, wo du denkst, wo kommt das jetzt her? Völlig unerwartet und das kann blitzschnell gehen, so wie das eben die Natur von Merkur und dem Luftzeichen ist. Und das kann für dich ganz, ganz entscheidend sein. Auf der anderen Seite haben wir eben diese Konstellation Sonne und Saturn. Konjunktion, das bedeutet grundsätzlich, Konjunktion ist nicht unbedingt etwas Positives, also es kann nicht nur Positives sein, aber in diesem Zusammenhang ist Sonne und Saturn eine höchst spannende Konjunktion. Das kann bedeuten, dass du so ein bisschen Rückblick haltest und erkennst, was du in den circa, ich sag mal, 2, 2,5 Jahren erreicht hast. Vielleicht auch was nicht. Und weil du eben gleichzeitig den Merkur da hast, kann es sein, dass da ganz, ganz neue Ideen am Entstehen sind. Also es ist ein magischer Moment, diese Dreifachkonjunktion. Und lass mich nochmals ein bisschen in den Mittelpunkt führen. Das passiert im Zusammenhang mit Fische. Und Fische ist grundsätzlich das Mystische, ist auch das, was manchmal alles so ein bisschen vernebelt. Und weil jetzt die Sonne so ein bisschen das Licht in diese zwei Planeten reinbringt, kann es sein, dass du auf einmal klar siehst. Jetzt, ich habe schon einige Feedbacks bekommen, dass mir Leute geschrieben haben und gesagt haben, ja, du schreibst von einem Großereignis und ich habe das beobachtet, bei mir ist nichts passiert. Das kann durchaus sein. Das kann sein, dass du erst später im Rückblick erkennst, was ich verändert habe. Es kann auch sein, dass du in einer Phase deines Lebens stehst, wo diese Kombination gar nicht so relevant ist. Und dann wird sie auch nicht, ich sage jetzt mal, die Grenzen oder die Fesseln sprengen. Ich bin überzeugt, dass wir, wenn wir achtsam sind und so ein bisschen uns auf dieses Abenteuer der natürlichen Energien von Sonne, Mond und Planeten, also dieses kosmische Zusammenspiel zwischen geistiger Welt, dem Planeten und eben uns, wenn wir das immer mehr so in unseren Alltag einfließen lassen, dass wir dann eben in unserem Element sind. Und ich habe das heute Morgen, da hat meine Astro-Marketing-Challenge begonnen, so ein bisschen so erklärt. Wir kommen in eine herausfordernde Zeit. Das kann eine turbulente Zeit sein. Das muss nicht für jeden von uns gleich sein. Und da ist es wichtig, dass wir eben bei uns bleiben, dass wir in unserem Element sind. Und das bedeutet, dass wir verstehen, welche Elemente, dass wir in uns tragen. Und das können wir, da gibt es verschiedene Methoden. Ich habe für mich Astrologie gewählt, weil es für mich
auf der einen Seite diese direkte Verbindung in die geistige Welt ist, und das fasziniert mich natürlich sowieso, und auf der anderen Seite, weil ich finde, es hat erkennbare Strukturen in der Astrologie. Das kann jetzt sein, dass du sagst, das ist kompliziert, wenn du vielleicht mal dein eigenes Horoskop anschauen willst. Aber ich habe jetzt über die Jahre erkannt, dass es wirklich eine Logik und ein System dahinter hat. Wenn wir diese Logik oder das System mal erkannt haben, wird es leicht oder leichter. Aber, das sage ich auch ganz ehrlich, ich nehme an, ich kann mich noch 20 Jahre mit Astrologie beschäftigen und werde immer wieder Neues entdecken. Und dieser Kazimi zum Beispiel, das war bis vor kurzem überhaupt nicht auf meiner Liste drauf. Jetzt ist es zum zweiten Mal. Wie gesagt, jetzt ist so eine Konstellation, eine sehr kraftvolle Konstellation zwischen Merkur, der Sonne, zwischen Saturn und der Sonne. Und das können wir für uns nutzen. Also beobachte dich mal, was passiert. Am Mittwoch, es kann auch sein, dass du jetzt so vielleicht schon einige Tage vorher, dass du so ein bisschen wie das Gefühl hast, so ein bisschen vernebelt oder das Gefühl hast, es ist alles so ein bisschen verlangsamt. Das kann gut sein. Dann darfst du diese Konstellation, diese außergewöhnlichen Konstellation Schuld geben. Und es kann sein, dass sich die dann am Mittwoch in einem Feuerwerk auflöst. Es kann aber auch sein, dass es ziemlich geordnet weitergeht. Ich werde es auf jeden Fall bei mir beobachten, und was ich auf jeden Fall machen werde, ist mal für mich zurückschauen. Saturn ist ja auch unser Business Coach. Wo stand ich vor 2,5 Jahren in meinem Business? Was habe ich mir damals vorgenommen? Wo stehe ich heute? Hat es eventuell noch Sachen, die ich jetzt in Angriff nehmen sollte? Oder ist es Zeit für was Neues? Weil so oder so der aktuelle Wirtschaftskreislauf, der, ich will jetzt nicht sagen, doch ich sag's, er zwingt uns förmlich, im Marketing neue Wege zu gehen. Weil es bedeutet, dass das, was bisher funktioniert hat, gar nicht mehr so funktionieren wird. Und da finde ich eben Astrologie und die Kombination von Business-Astrologie und auch von Marketing höchst spannend. Und das öffnet mir eben immer wieder neue Türen. Und ich hoffe, ich konnte dir auch heute wieder einen Einblick geben in diese kosmische Welt, in diese Welt der Planeten von Sonne und Mond, dieser völlig natürlichen Energien, die da sind und die wir nutzen können, wenn wir sie ein bisschen kennenlernen und verstehen. Und das habe ich mir auf die Fahne geschrieben, nicht vor 2,5 Jahren, aber ganz, ganz deutlich dieses Jahr. Schon letztes Jahr habe ich damit begonnen, und für mich ist klar, ich mache das weiter, weil ich finde, solches Wissen sollte in die Welt hinaus. In diesem Sinne wünsche ich dir eine spannende Woche. Wie gesagt, wenn es so ein bisschen verlangsamt ist, dann ist das völlig in Ordnung. Dann nimm das gerne mit. Und wenn am 28. etwas ein Feuerwerk passiert, dann weißt du, wo du den Auslöser suchen kannst. In diesem Sinne, wie immer, ein von Seele und Herz kommendes Juhu! Tschüss, mach's gut.